Am Samstag, den 9. März um 9.30 Uhr war es bei schönstem Sonnenschein schon richtig voll im Wismarer Hafen. Mit Freude wurden die 21. Heringstage erwartet. Das Fest läutet die Heringssaison ein. Dass es hier auf dem Gelände der Fischereigenossenschaft startet und stattfindet, das ist sehr schön. Aber für die Menschen hier in der Region, glaube ich, ist es schon ein Bezug zur Historie der Stadt. Wir sind eine Fischereistadt und das seit hunderten von Jahren, nicht erst seit 21 Jahren. Und das gilt es zu feiern und zu bewahren und den Leuten immer wieder bis ins Bewusstsein zu rücken. Pünktlich 10 Uhr wurden direkt am Hafen die frischen Fische in Empfang genommen. Initiiert werden die Wismarer Heringstage vom Hanseatischen Köcheclub. Die Fische sind auch deswegen etwas ganz Besonderes, weil es in der Ostsee immer wieder Hering gibt. Die Fangquoten machen den Küstenfischern allerdings zu schaffen. Wir wollen das anerkennen, dass der Brot- und Butterfisch von früher jetzt eine so eine große Bedeutung hat. Wir haben es gerade auf dem Kutter unterhalten mit dem Fischer, wie schwierig das ist, mit der Fangquote klarzukommen. Und darauf wollen wir auch aufmerksam machen, dass ohne die Fischer und ohne den Fisch die maritime Tradition nicht so weitergeführt werden kann. Dann ging es allen voran, Bürgermeister Thomas Bayer, quer durch Wismar. Mit dabei der Schützenverein und das Blasmusikorchester Dorf Mecklenburg. Auf dem Weg wurden fleißig Zutaten in Geschäften eingesammelt. Zitronen, Brot, Salz und Dill durften nicht fehlen. Hunderte Schaulustige verfolgten den Umzug vom Hafen bis zum Marktplatz. Hier hat Thomas Bayer dann die Heringstage feierlich eröffnet. Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es ist ein wunderbares Bild, so viele Leute hier. Hier ist es eben der Brotfisch, der Hering, der gefeiert wird. Der Brotfisch, der über viele Jahrhunderte wirklich eine wichtige Nahrungsgrundlage war, gerade für ärmere Leute. Daran wird erinnert. Gleichzeitig ist es so ein bisschen inoffizielle Saison- oder Vorsaisoneröffnung. Nach der Ansprache auf der Bühne bekam der Bürgermeister erst einmal selbst Hering zum Probieren. Zeitgleich startete das große Heringsbraten in zwei Zelten. Stückpreis 2,50 Euro. Die Heringstage sind beliebt bei Gästen von nah und fern. Wir sind jetzt das erste Mal hier, also direkt zu den Heringstagen. Wir sind eigentlich so oft in Wismar und wollten uns das einfach mal so anschauen. Finden wir toll. Wo kommen Sie denn her? Aus Bisping. Lüneburger Heide. Weil ich in Wismar wohne und das ist immer so ein Highlight des Jahres und deswegen komme ich gerne hierher. Es ist Tradition, jedes Jahr zu den Heringstagen zu kommen und das zu erleben hier. Die Show alleine durch den Bürgermeister, durch die Musik und dann das leckere Fischessen. Toll, toll. Und wie finden Sie das? Ich finde das super. Wir waren eben am Hafen und haben das ganze Geschehen dort beobachtet. Ich bin jedes Jahr hier und zwar vom Blasorchester. Teilnehmende Gastronomen servieren in Wismar noch bis zum 24. März pfiffige Heringsgerichte in unterschiedlichsten Variationen.